Herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Video auf Georgies Kanal. Und ich beginne dieses Video mit einer Strecke, die ich hier fahre. Nicht ganz ungefährlich. Ich hoffe, es kriegt keiner einen Drehwurm. Ich bin in den Serpentinen des Tramuntana-Gebirges und besuche heute einen Ort, der zu meinen Lieblingsorten im Tramuntana-Gebirge gehört. Esporte Canonie, und zwar ein wirklich kleiner und feiner Ort, der aber alles zu bieten hat, was man so braucht. Nur kein Sandstrand, aber ein Kieselstrand, wenn man ihn benötigt. Und wunderbare Wandermöglichkeiten von hier aus in beide Richtungen. Ich bin gefahren von Palma aus Richtung Zoya und von Zoya bin ich über die MA10 hierher gefahren. Da bin ich gerade abgefahren. Und jetzt zeige ich erstmal die Strecke hier hinunter, werde es nicht weiter kommentieren, aber die ist nicht ganz ohne. Deswegen höchste Konzentration ist hier angesagt. In den Kurven sind hier schon viele auf dem Asphalt abgehauen. Man sieht das immer wieder an den Schleifspuren hier im Asphalt. Und ja, wenn man nicht aufpasst und nicht weitsichtig und rücksichtsvoll fährt, dann kann man schnell mal einen Zusammenstoß hier erleben, weil die Straße ist nicht breit. Also Rücksicht, Vorsicht, alles ist angesagt und ein bisschen Cleverness und natürlich auch Übung. Ich wünsche ganz viel Spaß bei diesem Video auf Georgies Kanal. Ja, bei dem Auto passt das alles perfekt. Hier haben wir genug Platz. Problem ist immer hinter einer Kurve und weil es in den Kurven eben so eng ist und weil man immer damit rechnen muss, dass mal jemand eine Kurve schneidet und natürlich auch, dass hier mal irgendwelches Geröll vom Felsen rollt. Wir sind jetzt ja schon bei Weitem viel tiefer als zu Beginn des Videos. Es ist schon ziemlich steil hier, das kommt gar nicht so rüber bei der Fahrt. Aber noch sehen wir da hinten das Meer und wir sind weit über dem Meer und in Kürze sind wir schon da ganz unten. Den Wagen konnte ich schon vom Weiten sehen. Das heißt, er und ich, wir haben uns schon darauf eingestellt, dass wir hier in der Kurve Rücksicht nehmen. Einer hält, einer fährt weiter. Und man sollte immer mal schon um die nächste Ecke versuchen zu schauen. Dann klappt das auch. Wir sehen hier Richtung Meer, strahlend blauen Himmel. Ja, das ist nicht immer so. Da sehen wir es, Richtung Tramuntana-Gebirge, viel mehr Wolken. Und dieser Sonne-Wolken-Mix heute ist herbstlich, aber total angenehm. Wir haben tatsächlich 20 Grad erreicht. Jetzt neigt sich der Tag so langsam dem Ende. Klar, wir merken auch die Zeitumstellung und dass es immer früher dunkel wird. Aber okay, es könnte schlechter sein. Wir haben keinen Regen heute gehabt, auch morgen wohl kein Regen auf Mallorca. Also alles bestens.
Die Fahrten sind ja nicht immer so ganz einfach, wenn man hier die Küstenorte im Tramuntana-Gebirge besuchen möchte, aber diese ist tatsächlich noch eine der einfachsten. Wenn man nach Porte Valdemossa und nach anderen Orten möchte, dann kann man schon mal mit noch gefährlicheren und längeren Strecken rechnen. Also es geht natürlich auf das Material des Autos. Also jeden Tag möchte ich das nicht machen. Und die Leihwagen, die man dann hier so in Gebrauch hat, die leiden schon ganz schön darunter. Ja, eben haben wir Fußgänger gesehen hier. Man kann natürlich auch zu Fuß hier rauf und runter gehen. Braucht man viel Zeit. Und wie gesagt, wenn man hier wandern geht, dann das ist ja sowieso kein Problem. Ist man sowieso gut vorbereitet. Mit gutem Schuhwerk und ausreichend Verpflegung dabei ist das alles machbar. Und natürlich auch mit dem entsprechenden Training. So, und da erreichen wir so langsam den Ort, es Porte Canonia. So wenige Leute wohnen hier gar nicht. Schon manchmal ganz gut was los und trotzdem vermute ich mal, dass wir dort nicht so großen Andrang erleben werden. Hier geht es jetzt direkt an den Hafen. Hier sehen wir schon links und rechts überall so ein bisschen kleinere Geschäfte, Gastronomie.
Das Parken ist hier kostenlos. Das ist sehr, sehr großzügig, finde ich. Und tatsächlich gibt das hier auch noch reichlich Platz. Dieser Blick von hier oben ist immer wieder faszinierend, egal in welche Richtung man schaut. Hier unten ist der kleine Hafen. Hier schauen wir zurück auf die Strecke, die wir eben gekommen sind. Hier kann man sich wohlfühlen. Ein wirklich schöner Ort, um zu entspannen. Hier gehen wir jetzt einmal direkt an die Steilküste.
Da ganz, ganz hinten liegt Porto so hier. Und wir sind eben über Sawyer gekommen hierher. Also Palma, Sawyer. Dann irgendwann links abgebogen. Der Weg zurück. Ja, die Wanderrouten sind sogar alle ausgeschildert hier. In diese Richtung geht's Richtung Andraj, Banja Bufar, waren wir doch erst vor kurzem. Ich habe diesen Wanderturn noch nie gemacht, aber das sollte sehr, sehr interessant sein. Und irgendwann, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, werde ich da sicherlich mal dabei sein. Jetzt geht es einmal kurz hinunter in den kleinen Hafen, klein und fein. Und da ist natürlich auch ein Kieselstrand. Ich glaube, wenn hier Sand aufgeschüttet würde, dann wäre der nach von ganz kurzer Zeit wieder weg. Ein Sturm und alles ist wieder, hat sich aufgelöst sozusagen. Auch hier kann man sehr schöne Sonnenuntergänge verbringen. Auf eine sehr romantische Art beim schönen Abendessen mit einer schönen Flasche Wein. Herrlich.
Jetzt gehen wir wieder dort oben hoch. Behindertengerecht ist der Ort natürlich auch. Es gibt hier extra Parkplätze, nur darunter zu kommen, wenn man zum Beispiel Hilfsmittel benötigt. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Da würde ich denn so einen Ort im Tramuntana-Gebirge nicht unbedingt empfehlen. Es sei denn, man ist nicht unbedingt darauf angewiesen. Die meisten Geschäfte bzw. Gastronomiegeschäfte gibt es, glaube ich, hier nur zwei. Die haben schon zu oder noch zu, wie auch immer. Vielleicht auch nur, dass sie auf Bestellung öffnen, weil es sich sonst nicht lohnt. Sind jetzt natürlich lange nicht mehr so viele Leute wie im Sommer auf Mallorca. Die etwas kühleren Herbsttage stehen uns natürlich alle noch bevor. Im Moment geht es ja noch, solange wir Temperaturen um die 20 Grad erreichen. Hier mal ein Haus gezeigt, was wirklich sehr, sehr typisch mallorquin und ansprechend aussieht. Dieser Laden hier hat eine kurze Öffnungszeit, ist jetzt schon geschlossen. Wie gesagt, jetzt ist schon Nachmittag geworden. Es lohnt sich halt nicht bis abends spät hier. Das ist natürlich auch ein Risiko. Wenn du im Dunkeln hier bist, dann musst du da oben wieder hoch, diesen Berg. Und ja, das ist schon nicht ohne. Da muss man schon richtig geübt sein und das sollte man nicht unbedingt riskieren. Also lieber tagsüber hierher, vielleicht am Vormittag hier die Zeit verbringen und dann wieder zurück.
Jetzt zeige ich gerne noch ein paar Seitenstraßen hier, um das ganze Bild noch ein bisschen abzurunden. Also die meisten Häuser sehen so aus, als wenn sie zurzeit nicht bewohnt sind. Oder die Leute haben sich ein wenig zurückgezogen. Fensterläden zu, haben wir schon so oft drüber gesprochen. Mein Ding ist es nicht, ich brauche immer viel Licht, aber hier auf Mallorca ist es einfach üblich, dass man die Fensterläden frühzeitig schließt. Natürlich im Sommer macht Sinn, um die Wärme nicht hineinzulassen, aber jetzt so ist man doch froh über noch ein paar Sonnenstrahlen. Ja, damit endet das Video in Porto Canonia und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert doch gerne Georgis Kanal, würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr die Glocke drückt, dann erhaltet ihr immer eine kostenlose Info und das Ganze ist sowieso kostenlos. Ich sage Tschüss, Adios und Bye Bye aus dem Tramontana-Gebirge. Servus.